Also, genau, ich möchte den Vortrag mit diesen beiden Fragen beginnen, nämlich, wem gehört diese Welt und wer trägt die Verantwortung für diese Welt? Es sind, wie gesagt, einfache Fragen, aber nicht so einfach zu beantworten. Und meine Antworten dazu aus der christlichen Glaubenssicht ist es ganz einfach für mich, dass die Welt eine Schöpfung Gottes ist für alle Lebewesen. Verantwortlich für diese ist der Mensch. Aus der Sicht eines Astronauten oder vom Weltall betrachtet, ist die Antwort auch simpel. Die Welt gehört den Erdbewohnern und sie sind verantwortlich für ihren Planeten. Es gerät immer wieder in Vergessenheit, dass wir Menschen ein gemeinsames Zuhause haben, nämlich diesen Planeten, diese Erde, diese Welt. Der achtlose Umgang mit Ressourcen, Mitmenschen und der Umwelt trägt mit sich viele Folgen, die immer wieder deutlicher in der Gesellschaft und in unserer Natur werden. Es gibt Menschen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben und Gedanken darüber gemacht haben. Diese Menschen aus verschiedenen Nationen haben sich im September 2015 getroffen und 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung mit 169 Unterziele verabschiedet. Diese Ziele werden öfters mit den drei Buchstaben SDGs abgekürzt aus dem englischen Wort Sustainable Development. Sie gelten für alle Länder und nicht nur für arme Länder. Und bis zum Jahr 2030 sollen diese erreicht werden. Deshalb heißen sie auch Agenda 2030 oder die globale Agenda 2030 oder SDGs. Es sind viele Ziele. Doch jedes einzelne Ziel ist gut durchdacht und ergibt einen individuellen und kollektiven Sinn. Die Ziele vereinen ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele und bilden somit die Dimension von Nachhaltigkeit ab. Genau so sieht Nachhaltigkeit aus oder soll Nachhaltigkeit aussehen. Man kann sich diese Ziele auch vereinfacht vorstellen, nämlich in einer Art Hochzeitstorte. Diese Art der Präsentation der SDGs wurde vom Stockholm Resilience Center erfunden. Das erste Stück dieser Torte ist das untere, nicht das oberste. Es ist das größte Stück, das der Torte eine stabile Basis gibt und aufrechterhält. Das ist unsere Umwelt, die Natur und Lebewesen, die uns umgeben. Zu diesem Bereich gehören Ziel 6, sauberes Wasser, Ziel 14, Leben unter Wasser, Ziel 13, Maßnahmen zum Klimaschutz und Ziel 15, das Leben an Land. Das zweite Stück ist etwas kleiner und sitzt gut auf dem ersten Stück. Das ist unsere Gesellschaft. Das hier. Zu diesem Bereich gehören Ziele, die Menschen und deren Gesellschaften direkt ansprechen, nämlich Ziel 1, keine Armut, Ziel 2, keinen Hunger, keine Hungersnot, gute Gesundheitsversorgung, hochwertige Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, nachhaltige Städte und Gemeinden, Frieden und Gerechtigkeit. Und Frieden und Gerechtigkeit, genau. Das letzte Stück hier oben ist relativ klein, sitzt aber auf alle Kuchenstücke drauf. Das ist die Wirtschaft. Die wird von der Gesellschaft und der Umwelt unterstützt. Hier sind folgende Ziele zu finden. Ziel 8, gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum. Ziel 9, Innovation und Infrastruktur. Ziel 10, reduzierte Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Und Ziel 12,
verantwortungsvoller Konsum. Also so kann man sich die Dimension zu Nachhaltigkeit auch vorstellen. Die Umwelt als Fundament, das die Gesellschaft stützt, die Gesellschaft wiederum stützt oder unterstützt die Wirtschaft. Und so hat man dann die drei Säulen der Nachhaltigkeit oder drei Ringe der Nachhaltigkeit in diesem Fall hier. All diese Ziele sind miteinander verknüpft. Zum Beispiel können wir keine menschenwürdige Arbeit, das ist hier bei Wirtschaft, wir können keine menschenwürdige Arbeit erreichen oder gar Ernährungssicherheit, ohne uns um unsere Ozeane und das Leben darin zu kümmern. Das alles hängt zusammen miteinander. Ein anderes Beispiel, passend zur jetzigen Corona-Krise. Wir können nicht alle bei guter Gesundheit bleiben. Gesundheit haben wir bei Ziel 3. Ohne uns um unsere Wälder, Ziel 15, zu kümmern und die Treibhausgasemissionen, das ist Ziel 13. Und die Auswirkungen von Menschen, die nicht bei guter Gesundheit sind, wirken sich auch auf Unternehmen, Ziel 8 zum Beispiel, wie wir alle es gerade erleben in den Lockdown-Zeiten. Die SDGs rufen dazu auf, dringende Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben aller Menschen überall zu verbessern, die Armut zu beenden, extreme Armut zu beseitigen, Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu bekämpfen, unseren Planeten zu schützen und Frieden zu fördern. Die SDGs entstehen in einem Moment, in dem die Wirtschaft zum ersten Mal allgemein als zentraler Akteur wahrgenommen wird. Anders als bei den vorherigen Zielen, nämlich die Millennium Development Goals. Da wurde die Wirtschaft nicht berücksichtigt, wie hier bei diesen SDGs, bei den 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung. Nun gucken wir uns die Rolle der Wirtschaft in dieser Agenda 2030. Die Wirtschaft braucht Ressourcen und Arbeitskräfte, um Sachen zu produzieren. Diese Ressourcen und Arbeitskräfte sind auf der Welt unterschiedlich verteilt. Durch die Globalisierung ist ein Zugriff zu denen über mehrere unterschiedliche Lieferketten und Arbeitskräfte möglich. Eine Lieferkette ist definiert als der gesamte Prozess der Herstellung und des Verkaufs von Handelswaren, einschließlich aller Phasen von der Lieferung von Materialien über die Herstellung der Waren bis hin zu deren Vertrieb und Verkauf. Globale Lieferketten sind zu einer gängigen Form der Organisation von Investitionen, Produktion, Handel in der Weltwirtschaft geworden. In vielen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, haben sie Beschäftigungsmöglichkeiten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung geschaffen. Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass die Dynamik der Produktion und Beschäftigungsbeziehungen innerhalb der globalen Wirtschaft und in vielen Lieferketten negative Auswirkungen auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen haben. Viele Unternehmen haben durch ihre Lieferketten einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft. Aber es gibt auch eine Chance für Unternehmen und Organisationen, ihre Aktivitäten auszuweiten. Wie schon gesagt, haben wir viele Erlebnisse in unserem Alltag, die sich auf diese 17 Ziele, die Auswirkungen auf die 17 Ziele zeigen. In unterschiedlichen Medien und Diskussionen, wie hier präsentiert wird, bespricht man die 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Mittlerweile nutzen auch Unternehmen die Möglichkeit, sich oder ihre Produkte über die SDGs zu bewerben. Hier zum Beispiel, wie Sie sehen können, das ist ein Screenshot von meinem Samsung-Handy, das ich auch nach 24 Monaten wieder neu kaufen musste. Dieses Handy hat tatsächlich eine App mit dem Reifen der 17 Ziele
zur nachhaltigen Entwicklung. Ich war erstaunt, diese Ziele zu sehen. Es gibt auch eine Schokolade mit dem Aufdruck der 17 Ziele auf jeder Tafel. Das heißt, die gute Schokolade. Das sind jetzt nur spontane, zufällige Produkte, die ich besitze und die ich gerne hier in diesem Vortrag nutzen wollte. Ja, die Schokolade besitze ich nicht mehr, aber das Handy ist da und immer wenn ich es öffne, sehe ich dieses App Samsung Global Goals, globale Ziele. Was ich damit sagen möchte, das sind einerseits tolle Produkte, die einem tatsächlich mal zum Nachdenken bringen, bevor man es kauft oder im Falle dieser Schokolade, bevor man reinbeißt. Andererseits frage ich mich, wie sieht es tatsächlich aus mit deren Lieferketten? Durch die Globalisierung sind die Lieferketten in den letzten 20 plus Jahren sehr komplex geworden. Unternehmen und Organisationen haben die Möglichkeit, Menschenrechte zu fördern, Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Umwelt zu schützen und ethisches Geschäftsverhalten zu unterstützen. Das können wir auch an den Produkten sehen, was sie versuchen zu zeigen. Die Sichtbarkeit zum Beispiel der Ziele, die auf dem Samsung-Handy zu sehen sind. Aber wie ist das Handy entstanden? Das sind dann immer die Fragen, die Sachen, die dann nicht transparent sind. Also, es besteht eine große Chance für diese Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu erweitern, indem sie diese in ihren gesamten Lieferketten umsetzen und so die SDGs voranbringen. Zum heutigen Thema habe ich mir als Highlight dieses Ziel 8 hervorgehoben. Das Ziel 8 spricht menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum an. Es legt Folgendes fest: Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erfordert, dass die Gesellschaft die Bedingungen schaffen, in denen Menschen qualitativ hochwertige Arbeitsplätze erlangen, die die Wirtschaft stimulieren und gleichzeitig die Umwelt nicht belasten. Beschäftigungschancen und menschenwürdige Arbeitsbedingungen sind auch für die gesamte Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erforderlich. Der Zugang zu Finanzdienstleistungen muss verbessert werden, um die Einkommen zu verwalten, Vermögenswerte aufzubauen und produktive Investitionen zu tätigen. Aus diesem Ziel, aus den Unterzielen 8.3, es spricht über die Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen, wie wir in den letzten Vorträgen auch sehen konnten oder erleben durften. Das ist in vielen Lieferketten nicht der Fall, dass die Arbeitsplätze eine menschenwürdige Arbeit auch in allen Ländern, in allen Bereichen, dass das zutrifft. Weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion ist auch ein wichtiger Teil in diesem Ziel. Die Beseitigung von Zwangsarbeiten, auch oft als moderne Sklaverei bezeichnet, Menschenhandel. Das Ziel sieht vor, das alles zu beenden. Kinderarbeit fällt auch in diesem Ziel rein und jede Form, die dazu gehört. Wenn dieses Ziel erreicht ist, kann es auch zum nachhaltigen Konsum und Produktion führen. Es kann auch zu weniger Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf der Welt führen. Das heißt, das sind die Chancen der Unternehmen und deren Beitrag zu den SDGs, zu den 17 Zielen der Nachhaltigkeit. Warum soll es sich für Unternehmen lohnen, sich mit den Zielen auseinanderzusetzen? Was sind die Chancen? Das sind, glaube ich, Fragen, die sich auch Unternehmen stellen, wie warum jetzt diese Agenda? Aber es gibt tatsächlich Chancen, sich mit der Agenda zu beschäftigen und die Aktivitäten mit der Agenda zu verbinden.
Ich möchte den ehemaligen Generalsekretär der Vereinigten Nationen, Ban Ki-moon, zitieren. Er sagte: Der Privatsektor ist ein unerlässlicher Partner für die Erreichung der Sustainable Development Goals, für die Erreichung der 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Unternehmen können im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen Beitrag leisten. Wir rufen daher Unternehmen auf, der ganzen Welt auf, die Auswirkungen ihres Handels zu erheben, sich ehrgeizige Ziele zu setzen und ihre Fortschritte transparent zu kommunizieren. Stichwort eher ist Transparenz. Der Umstieg auf eine nachhaltigere Wirtschaft ist eine große Herausforderung für große Unternehmen, die den Arbeitsmarkt und den Konsumverhalten verändern kann. Aber sowas ist möglich. Es gibt CSR-Maßnahmen, Corporate Social Responsibility heißt es auf Englisch und bezeichnet eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die nicht nur einseitig wirtschaftliche Belange berücksichtigt. Es geht vielmehr darum, ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortungsvoll zu wirtschaften. Unternehmen, die sich an den Zielen orientieren, haben die Chance, sich breitere Marktchancen im sozialen Bereich zu eröffnen. Unternehmen können wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger werden durch nachhaltige Produkte oder auch als attraktiver Arbeitgeber. Einsparung von Betriebskosten durch die Senkung des Ressourcenverbrauchs in den Betrieben ist auch eine Chance. Zum Beispiel bei weniger Verbrauch von Energie und weniger CO2-Ausstoß bei Produktion und Transport. Verbesserung ihrer Produkte und gleichzeitig wichtige soziale Dienste leisten und die Umwelt schützen. Das ist auch ein Aspekt. Neue Partnerschaften und Synergieeffekte. Die Zusammenarbeit mit anderen für den Erfolg der SDGs ist ein starkes verbindendes Element. Ein Unternehmen kann auch eine positive Reputation haben. Das Engagement des Unternehmens für die SDGs nach innen und außen kommunizieren. Das überzeugt Mitarbeiter und externe Stakeholders oder Entscheidungsträgern und macht sie zu Multiplikatoren oder Fürsprechern. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir bessere Informationen, die Einbeziehung von Interessenvertretern, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, die eine nachhaltige Entwicklung unterstützt. Öffentliche Mittel spielen hier auch eine wichtige Rolle, um das Risiko von Projekten zu reduzieren, die sich an den Zielen orientieren, um mehr Investitionen des Privatsektors in denselben Bereichen anzuziehen. Eine kontinuierliche Messung und Überwachung von Nachhaltigkeitsleistungen und Risiken ist auch sehr wichtig, um die Bemühungen auf Kurs zu halten und nicht in Fallen zu geraten, zum Beispiel wie SDG-Washing. Braucht es Investitionen mit sozialer Wirkung? Es braucht auch Investitionen mit sozialer Wirkung, um ärmere Gemeinschaften durch die Bereitstellung von Dienstleistungen wie zum Beispiel sauberes Wasser, kostengünstigere grüne Energie- und Gesundheitseinrichtungen. Es braucht aber auch Gesetze. Gesetze zum Schutz von Menschen und der Umwelt. Und dazu gibt es jetzt auch in Deutschland das Lieferkettengesetz, das auch bald europaweit gelten soll. Das ist auch eine Maßnahme, die ergriffen worden ist, dass dass es ein Gesetz dazu geben muss, denn die Verantwortung ist auch eher steuerbarer, wenn es gesetzlich festgelegt ist. Das heißt, Unternehmen, die sich an die Nachhaltigkeitsziele so früh wie möglich jetzt halten werden oder neu erfinden werden, reduzieren auch ein Risiko
Unternehmen müssen Nachhaltigkeitsstrategien in ihre Entscheidungsfindungen einbeziehen und internationale Standards folgen, die sich an die Ziele für nachhaltige Entwicklung orientieren. Die Ziele können in unternehmerisches Handeln umgesetzt werden. Ganz kurz zum Lieferkettengesetz. Das Lieferkettengesetz hat folgende Bereiche oder Möglichkeiten. Unternehmen müssen für die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards in der gesamten Lieferkette sorgen. Beschwerden und Klagemöglichkeiten soll es dann auch geben in diesem Gesetz, falls es zu Verstößen kommt. Strafe bei Verstößen gibt es ab 2023 soll dieses Liefergesetz gelten durch ja, für Unternehmen ab 3000 Mitarbeitern. Ich komme nun auch gleich zum Ende meines Vortrags und möchte Ihnen nochmal die Ziele hier präsentieren. Unternehmen, ja, wie Unternehmen eine wichtige Rolle in dieser Agenda spielen. Haben wir jetzt, welche Chancen es gibt für Unternehmen, haben wir jetzt in diesem Vortrag gesehen. Aber ich möchte jetzt auch gerne das Publikum einladen, zu Fragen oder Kommentierungen zu diesem Vortrag. Ja, beenden möchte ich es auch noch mit einem letzten Zitat. Nämlich, ein Unternehmen kann in einer Gesellschaft, die scheitert, keinen Erfolg haben. Das heißt, wenn Unternehmen jetzt nicht anfangen, nachhaltig zu handeln, werden sie irgendwann auch scheitern. Aber wenn sie jetzt anfangen, dann werden sie mehr Erfolge erzielen können als Risiken. Und somit beende ich meinen heutigen Vortrag. Vielen Dank, Dorcas. Es war sehr informativ und richtig interessant. Und jetzt ist auch der Raum für alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen geöffnet, eure Fragen zu stellen. Einmal könnt ihr das machen oder können Sie das machen, indem Sie über diesen Reaktionsbutton die Hand heben. Oder wenn Sie Ihre Frage nicht laut stellen wollen, haben Sie auch die Möglichkeit, über das Chatfenster Ihre Frage einzutippen und ich werde diese dann vorlesen. Und wir haben auch schon die ersten Wortmeldungen. Ich lese als erstes die Frage aus dem Chat vor. Und zwar wurde die Frage gestellt, Dorcas, was mit SDG-Washing gemeint worden ist. Du hast das Wort öfters in deiner Präsent während deinem Vortrag erwähnt. Könntest du das nochmal erklären? SDG-Washing. Ich hatte das in Bezug auf Überprüfung erwähnt, dass es eine ständige Überprüfung bedarf bei diesen SDGs, dass man nicht in die Falle von SDG-Washing gerät. SDG-Washing heißt, wenn ein Unternehmen nur die positiven Effekte zur Erreichung der Ziele, wenn ein Unternehmen nur die positiven Seiten seines Agierens präsentiert und die negativen auslässt. Das heißt SDG-Washing. Man präsentiert zum Beispiel ein gutes Produkt, aber die Lieferkette zu diesem Produkt hat mehrere Ziele verletzt. Und nur dadurch, dass es ein gutes Produkt ist, heißt es nicht gleich, dass es die SDGs alle, wie sagt man, Erfüllt oder beachtet, ja. geachtet hat, genau. Und es gibt viele Unternehmen, die das dann auch nutzen, dass sie sich mit den SDGs quasi schmücken, sagt man. Oder ein guter Begriff, der öfters verwendet wird, ist auch ein Sprichwort. Alter Wein in neuen Schläuchen. Ich glaube, so geht das genau. Also nur die Vorteile werden präsentiert. Dankeschön für die Erläuterung. Und Anna, ich sehe, dass du auch eine Frage hast. Ja, genau. Ich habe eine Frage und zwei Bemerkungen quasi zu deinem Vortrag. Also meine Frage wäre, von wem jetzt gerade das letzte Zitat war, weißt du das? Das fand ich nämlich gut. Aber ich glaube, du hast es nicht gesagt, von wem. Ja.
Das ist von Dr. Pachauri, der Generaldirektor des Energie- und Ressourceninstituts. Okay, danke sehr. Und dein Tortendiagramm fand ich richtig super. Also das hat mir nochmal eine ganz andere Sicht auf die SDGs gegeben. Bisher war es für mich einfach nur eine Liste von Zielen, die natürlich miteinander verknüpft sind, aber nicht, also dass es wirklich aufeinander aufbaut, fand ich total cool und war echt eine ganz neue Perspektive nochmal, obwohl ich mich auch eben schon viel auch im Studium mit den SDGs beschäftigt habe. Also echt vielen Dank dafür. Gerne, danke auch. Und eine Sache hatte ich noch, was mir aufgefallen ist, als du das gesagt hast, dass das für Unternehmen auch wichtig ist, sich an die SDGs zu halten, unter anderem, weil sie dann attraktivere Arbeitgeber werden. Und da ist mir aufgefallen, dass es bei mir schon der Fall war. Also ich habe selber schon bei einem Unternehmen gekündigt, weil ich nicht zufrieden war mit der Art, wie dieses Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, mit den Kunden und mit der Umwelt umgegangen ist. Also es war bei mir tatsächlich ein Kündigungsgrund und bei zwei von meinen Freundinnen auch. Also ich lebe natürlich wahrscheinlich in so einer Blase von linken Ökos, aber gerade, glaube ich, auch mit der Fridays for Future-Bewegung, glaube ich, legen junge Menschen immer mehr Wert darauf, in was für einem Unternehmen sie arbeiten. Und ich glaube, dass das echt ein immer wichtigeres Kriterium auch wird. Ja, also ich glaube nicht, dass sie in einer Blase leben. Das ist tatsächlich der Fall. Und es ist eine Welle, die jetzt auch da ist und bei vielen Menschen ankommt, wo man dann wirklich guckt und auch Sachen hinterfragt. Auch bei Produkten, wenn man Produkte einkaufen möchte heutzutage, man guckt. Und deswegen kommt auch dieses SDG-Washing ins Spiel, wo die Unternehmen dann auch nur die schöne Seite zeigen wollen, damit die Kunden auch kaufen. Aber man darf nicht aufhören. Deswegen ruft diese Agenda alle dazu auf. Jeder Beitrag ist wichtig. Und das ist sehr schön, wie Sie es gesagt haben. Das ist auch ein SDG-Beitrag, dass man das einfach nicht zulassen kann, einem Arbeitgeber zu arbeiten, der nicht auf solche Sachen achtet. Und die Danke. Kunden kann man vielleicht verarschen, aber die eigenen Mitarbeiter halt nicht. Genau. Das ist das Wort, die Und Definition. es gibt ja auch, also es wird ja auch immer einfacher gemacht, solche Produkte zu überprüfen. Also so Apps wie CodeCheck oder so helfen ja wirklich dabei, schnell und easy zu gucken, ist dieses Produkt wirklich so umweltverträglich, wie es auf der Packung steht. Also ich glaube, es wird auch immer einfacher werden, die Aussagen von Unternehmen zu überprüfen. Okay, jetzt bin ich wieder still. Vielen Dank. Danke, Anna, für den Einwand. Also finde ich auch richtig interessant und mir kam auch der Gedanke, dass wir halt hier in Deutschland vor allem die Möglichkeit haben, auch zu sagen, ich kündige meinen Job, weil wir nicht unbedingt so dringend auf dieses Geld angewiesen sind. Wir haben die Möglichkeit, viel schneller auch einen anderen Job vielleicht zu finden, wo wir auch ethisch das Verhalten von dem Unternehmen ja auch unterstützen können. Ja, aber ich dachte mir, in anderen Ländern, wo das wirklich die Existenzsicherung davon abhängt, ja, von dem Job. Und sie trotzdem da in einen Konflikt kommen, also in einen Gewissenskonflikt, weil das Unternehmen vielleicht nicht alle Werte vertritt, die der Mensch persönlich vertritt, stelle ich mir dann die Frage, ja, vielleicht möchte er auch einen Teil dazu beitragen, dass die SDGs von den Unternehmen oder generell verfolgt werden, aber hat halt nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich höre jetzt halt hier auf und ich suche mir was Neues. Also stelle ich mir auch schwer, da sind wir auf jeden Fall auch, haben wir auch eine besondere Position, wo wir die Möglichkeit haben, auch wirklich das zu boykottieren oder auch zu unterstützen durch unser Verhalten. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, wo es vielleicht nicht so einfach ist, mal schnell den Job zu kündigen und sich was Neues zu suchen. Ich weiß nicht, möchtest du dazu noch was ergänzen, Dorcas? Oh ja, gerne. Danke auch, dass du auch diesen Blick jetzt gezeigt hast oder gesagt hast. Das ist eine Seite. Also die SDGs, wie gesagt, wirken ja auf alle Leute und auf alle Nationen. Und man kann es immer aus verschiedenen Perspektiven sehen und einfach das machen, was man gerade kann. Von deutscher Sicht aus, wenn es einfacher ist, einem Arbeitsgeber zu kündigen
und was anderes zu nehmen, dann macht man das. Man kann diese Möglichkeiten ergreifen. Aber wie du es schon sagtest, Denise, es gibt Länder, da hast du diese Möglichkeit nicht. Da bist du einfach festgebunden. Aber dieser Druck kann auch von außen kommen, aus einem anderen Land. Zum Beispiel, wie wir jetzt hier sitzen, diese ganze Vortragsreihe, die wir vorbereitet haben. Wir sensibilisieren Menschen, dass es auch andere Länder gibt, wo diese Gesetze nicht wirken, wo Arbeitgeber einfach mit den Menschen umgehen können, wie sie wollen. Der Druck kann auch aus diesen Ländern kommen und die Sensibilisierung kann auch weiterreichen über die Grenzen, über die Meere und dazu anstoßen, dass die sich halt anders benehmen. Ich sehe hier auch ein paar Fragen oder Im Kommentare auch Chat, in den Chat, genau, genau, ich kann es gerne mal vorlesen. Und zwar kam einmal die Meldung, der Wortbeitrag: Leider ist das Lieferkettengesetz abgeschwächt worden und das Unternehmen ist zunächst nur für die direkten Zulieferer verantwortlich. Für weiter entfernte Lieferanten nur, wenn Anhaltspunkte für Verstoße vorliegen. Und daran anschließend passt eigentlich auch die Frage: Genau. Wie stark ist die Möglichkeit der Beschwerden und Klagen, wenn das Liefergesetz in Kraft tritt? Ja. Also zu der Frage habe ich leider keine Antwort, aber ich hoffe nur, dass es stark genug sein wird und ich hoffe auch, dass Menschen in anderen Ländern genauso sensibilisiert sind wie hier über so ein Gesetz, dass auch andere Länder mitwirken und sagen, ja, wir wollen jetzt auch diese Situation für unser Land. Das kann nämlich auch nur funktionieren innerhalb der Länder. Denn wir sehen ja, dass es außerhalb der Länder dann auch ja, dass andere Gesetze gelten und andere Maßnahmen, die dann auch nicht so eingehalten werden wie in diesem Land. Und das sind dann auch diese grauen Zonen, wo man sich dann denkt, ach, okay, da müssen wir nicht so streng werden, betrifft ja nicht uns. Dann gibt es dieses uns und wir. Aber die Menschenrechtsverstöße sind trotzdem da und gleich. Zum Lieferkettengesetz möchte Gisela gerne noch was ergänzen und danach, Anita, bist du mit deiner Frage dran. Ja, genau. Also die Corolla hat es ja auch schon reingeschrieben in den Chat, dass das Lieferkettengesetz leider auch ja, ein Lieferkettengesetz-Washing ist eigentlich, ne? Also es ist ein sehr abgeschwächtes Lieferkettengesetz, was wir im Moment als Entwurf, als Vorschlag von unserer Bundesregierung haben. Vor allen Dingen unser Wirtschaftsminister, der Herr Altmaier, hat dafür gesorgt, dass es sehr abgeschwächt worden ist. Und also was du gesagt hast, Dorcas, wäre schön, wenn es denn auch wirklich so wäre, aber wir müssen leider sagen, auch aus der Sicht der Initiative Lieferkettengesetz, also wenn es so kommt, wie es jetzt vorgeschlagen ist, dann ist es eigentlich zu wenig. Es ist deutlich zu wenig. Weil es werden nämlich diese zivilrechtlichen Haftungsregeln, die sind nämlich sehr abgeschwächt worden. Und auch der Verantwortungsbereich für die unternehmerischen Sorgfaltspflichten, die sind viel zu wenig. Also das gilt nur für mittelbare Lieferbeziehungen und nicht für die gesamte Lieferkette. Also es gilt praktisch nur für deinen direkten Zulieferer, aber nicht für die Zulieferer deiner Zulieferer. Und das ist eigentlich, weil da können sich Unternehmen, also gerade die großen Konzerne werden das auch im großen Stil tun, die können sich dann da durch irgendwelche zwischengeschalteten Unternehmen, sind die da super aus dem Schneider. Und also im Prinzip ist diese, also die eigentlich gute Idee wurde durch den jetzigen Entwurf, den uns die Bundesregierung vorgelegt hat, ziemlich entkräftet. Und auch die andere Frage mit der Umwelt, also umweltbezogene Sorgfaltspflichten werden eigentlich so gut wie gar nicht berücksichtigt. Die sind da fast völlig außen vor. Also auch da bedarf es einer deutlichen Nachbesserung, ebenso
mit dem Geltungsbereich für alle Unternehmen, weil also 3000 Mitarbeitende sind schon echt große Unternehmen. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele in Deutschland. Es soll dann ab 2023 sollen eben ab 3000 mitarbeitende Unternehmen einbezogen werden, ab 2024 dann mit Unternehmen ab 1000. Die Forderung ist aber eigentlich, dass eigentlich alle ab 250 Mitarbeitenden da unbedingt mit einbezogen werden müssen. Und es läuft, also das ist auch nochmal eine Bitte oder eine Einladung, unter lieferkettengesetz.de kann man derzeit noch eine Petition mit unterstützen und auch eine Aufforderungsmail an alle Bundestagsabgeordneten aus Ihrem Wahlkreis. Können Sie da anschreiben, das dann so automatisch eingestellt mit Ihrer Postleitzahl, dass die noch weiter dazu aufgefordert werden, sich doch dafür einzusetzen, dass das noch schärfer formuliert wird. Denn das wird jetzt gerade im Parlament diskutiert. Die erste Lesung ist schon gelaufen, aber es kommen noch mehrere Lesungen. Und da können wir wirklich noch explizit Einfluss drauf nehmen. Die Bundestagsabgeordneten müssen sich dazu verhalten. Und da wäre, und es ist auch wichtig, dass dieses Lieferkettengesetz wirklich noch schärfer formuliert wird in Deutschland, denn das wird die Blaupause sein, auf der dann das Lieferkettengesetz im europäischen Rahmen gebildet werden wird. Und je besser das Lieferkettengesetz jetzt in Deutschland ist, desto besser wird auch das europäische Lieferkettengesetz werden. Das ist einfach absolut zu wenig. Also leider hat die Wirtschaftslobby sich da über den Herrn Altmaier bisher ziemlich durchsetzen können. Genau, ja. Also das wollte ich jetzt einfach nur noch mal ergänzen. Und also ich sehe, es melden sich noch mehrere, aber vielleicht haben ja auch noch andere interessante Diskussionsbeiträge. Aber ich wollte auch noch mal die Frage, was ich bei den SDGs, also das ist im Prinzip bis auf ein Ziel, sage ich, eine super Agenda, aber wo ich denke, ist echt der Knackpunkt, das ist dieses Wachstumsziel. Also letzten Endes haben sich die Vereinten Nationen leider nicht von diesem Wachstumsgedanken verabschiedet. Und das ist gerade in Bezug auf Rohstoffe und auf diese Basis dieses Tortenmodells, was du so toll erklärt hast, ist das ja eigentlich wirklich die Grundsatzfrage. Die Grundlage unseres Lebens ist einfach begrenzt, unsere Ressourcen sind begrenzt. Und wenn wir uns aber von diesem Wachstumsmodell, von diesem Wachstumsidee nicht verabschieden, dann wird es schwierig werden. Und das denke ich, also da denke ich, ist noch einiges zu diskutieren. Dankeschön, Gisela, für deinen emotionalen Beitrag. Auf jeden Fall gilt es auch jetzt, diesen Gesetzentwurf kritisch zu hinterfragen. Und ich möchte euch echt ermutigen, unterschreibt die Petition und auch diesen Lieferkettenbrief. Es wurde in den Chat auch der Link dazu schon gepostet. Und dann gebe ich gleich weiter an Anita. Deine Frage. Du musstest dich noch entstummen. Wir hören dich leider nicht. Jetzt. Ja. Ja, die Gisela hat jetzt einiges genau schon gesagt, was ich da sagen wollte. Und zwar dieses Ziel 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Und da wollte ich einfach wissen, was macht da dieses Wort Wirtschaftswachstum? Also in welche Richtung ist das als Ziel da drin formuliert? Weil ich meine, wir wissen, wir haben bereits schon drei Erden, die wir da am Vernichten sind. Und da müsste das Wort Wirtschaftswachstum eigentlich ja ganz anders ausgefüllt sein. Also wie können wir systematisch dieses Wirtschaftswachstum so verändern, dass es ein Wachstum des Menschen mit der Natur wird bei Optimierung unseres Verbrauchs oder Reduzierung auf Themen wie was brauchen wir wirklich und wie kann dann die Wirtschaft ausschauen? Also das ist für mich dieses Wirtschaftswachstum an der Stelle mit großen Fragezeichen.
wie das ausgefüllt ist. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich schwierig, dieses Ganze zu vereinbaren, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Denn wenn man Wirtschaftswachstum hört, dann ist es klar, das passiert ja gerade. Wie weit soll es denn noch wachsen? Ja. Aber ich denke, damit ist eine nachhaltige Wirtschaftswachstum gemeint. Denn so wie der Wirtschaft jetzt sich bewegt in dieser Richtung, gibt es bald gar kein Wirtschaftswachstum mehr. Denn irgendwann mal kommt es an die Grenzen. Die Naturen können das nicht mehr aufhalten. Und der Wirtschaftswachstum wird irgendwann scheitern. Es muss tatsächlich ein nachhaltiges Konzept sein für diese Wirtschaftswachstum. Innovativ, aber einfach Wirtschaftswachstum, ich finde das auch etwas schwierig, dass es so gesetzt worden ist mit menschenwürdiger Arbeit. Also ich finde es eher schwierig, diese Verbindung nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Dann habe ich echt so das Gefühl, man fängt irgendwie an, so ein bisschen zu verschmieren, dass man irgendwie dann doch mehr oder weniger so weitermachen kann. Also wo viel mehr meiner Meinung nach so in den Mittelpunkt kommen muss, dieses Hinterfragen generell von dem, was Gesellschaft und Wirtschaft eigentlich für eine Funktion haben in dieser gesamten Entwicklung. Und dieses Wort Wirtschaftswachstum hat von meiner Seite her irgendwie gar keinen Platz mehr da drin. Wirtschaftswandlung, Wachstum ist out. Wirtschaftswandlung. Ich hätte dazu noch eine Idee vielleicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen der Kompromiss ist, dieses Wort Wachstum mit aufgenommen zu haben, einfach um sich eine breite Unterstützung dieser Ziele zu sichern. Weil ich glaube, wenn die Ziele zu radikal formuliert sind, hat man sofort eine riesen Gegnerschaft, die sagt, nein, das ist überhaupt nicht realistisch und das ist nicht umsetzbar und ihr linken Träumer und Öko-Spinner in euren Sandalen so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Zugeständnis an die Wirtschaft, wie sie momentan funktioniert, weil der Kapitalismus hängt halt mit Wachstum zusammen. Also es gibt ja momentan, soweit ich weiß, kein größeres funktionierendes Gegenmodell, was tatsächlich real existiert. Und ich glaube, man hat das halt aufgenommen, um eben auch die Unternehmen, oder ich könnte es mir vorstellen, es ist eine Theorie, um einfach die Unternehmen mit einzufangen. Und vielleicht sind diese SDGs noch nicht 100%, aber vielleicht ist es besser, es ist nur 80%, aber das machen viele. Also genauso wie man sagt, ein perfekter Veganer bringt nicht so viel wie 100 Leute, die ein bisschen weniger Fleisch essen. Vielleicht darf man da auch nicht zu hohe Ansprüche stellen, weil ja, vielleicht geht es halt nicht so schnell, wie wir es gern hätten. Darf ich da noch was hinzufügen? Ich habe ja erwähnt, dass es eine andere Agenda vor dieser Agenda gibt, nämlich diese Millennium Development Goals. Und in diesen Millennium Development Goals, in dieser letzten Agenda, da gab es dieses Wirtschaftsaspekt war nicht da. Unternehmen wurden nicht mit einbezogen. Und mit diesen 17 Zielen haben sie gemerkt, dass Unternehmen tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Und man möchte sie halt da irgendwo auffangen, dass sie sich neu orientieren. Dieses Wirtschaftswachstum ist ja auch erklärt in den Unterzielen zu Ziel 8. Ich würde mal darauf hinweisen, ich setze noch einen Link im Chat, auf die Unterziele zu gucken, was genau damit gemeint ist. Denn so wie die Ziele platziert sind, findet man auch ganz vieles drunter. Die Ziele und die Indikatoren, die so ein Wachstumsziel dann definieren, was damit gemeint ist. Das werde ich dann im Chat setzen, dann kann man nochmal genauer hingucken, was mit diesem Wirtschaftswachstum gemeint ist. Ja, super. Da sind auch viele Hände, also ja, dann rufe ich Amadou auf. Du warst, glaube ich, als nächstes dran. Vielen Dank für die Gelegenheit,
meine Frage oder Kommentare stellen zu können. Und vielen Dank für den Vortrag. Ich habe nur den letzten Vortrag sehen können, weil ich woanders war. Okay, ich habe drei Punkte. Der erste Punkt, ich denke, wie in Deutschland gesagt wird, dass der Kunde König ist. Ich denke, wir werden mehr positive Wirkung erzielen, wenn wir Sensibilisierung und Bildung betreiben, anstatt über Gesetze zu warten, weil wir wissen ja, Lobbying spielt heute eine ganz große Rolle. Wenn die Lobby so mächtig ist, dann wird das Gesetz im Gunsten der Lobbyisten umgeschrieben. Aber ich denke, mit einer nachhaltigen Bildung, Sensibilisierung werden wir die Menschen gewinnen und die werden auch das nachvollziehbar sehen, weil es geht ja um die Zukunft von uns alle. Erster Punkt. Der zweite Punkt, ich komme aus einem Land, das weltweit heute erster Produzent von Bauxit ist. Also die Westafrikanische Republik Guinea. Bauxit ist das Vorprodukt oder sind ist die Erde vor Aluminium. Aluminium und Alu. Okay. Jetzt ist die Frage, anstatt dass in der Region, wo das gefordert wird, die Lebensbedingungen von den Einwohnern verbessert wird, sondern es herrscht halt Elend. Ja, die Menschen können nicht mehr Landwirtschaft betreiben. Ja, ihre Lebensgrundlage werden ihnen weggenommen. Ja, aber wenn man in den Statistiken sieht, ja, man sagt, okay, Guinea produziert so viel, wir haben Wachstum. Was ist das? Wir haben gar nichts. Wir haben Elend, wir haben Armut. Ja. Jetzt ist die Frage, inwieweit, ja, ist eine untransparente Lieferkette, ja, Flucht und Migration verursacher. Inwieweit, wo steht diese Zusammenhänge? Weil da könnte Zusammenhänge stehen, weil jemand, der sein Land verloren hat, ja, durch diese Extraktion, ja, wenn er sich dann auf dem Weg nach Deutschland begebe, ja, hier kann er kein Asyl beantragen. Aber irgendwie, weil 50% von Bauxit nach meiner Erkenntnisse aus Guinea oder aus dem westafrikanischen Raum wird nach Deutschland geliefert. Danke. Dorcas, möchtest du was dazu noch sagen? War das jetzt eine Frage zu den Zusammenhängen von Flucht und Migration? Zusammenhängen von Flucht und Migration zu den SDGs? Ja, ja, Flucht und Migration mit der Extraktion, weil in den SDGs steht drin, also menschenwürdige Arbeitsbedingungen ermöglichen, damit die Menschen vor Ort bleiben können, wo sie möchten. Aber wenn durch Wachstum Menschen dann das Lebensgrundlage weggenommen wird, dann bleibt nur die Menschen zu ja. flüchten. Ja? Ja, und ja. Den Zusammenhang. Stimmt. Also, ja, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang von, ja. Wir haben ja auch das Ziel, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Es kann keinen Frieden, solange es keinen Frieden gibt, wird es auch immer Flüchtlinge geben und man wird gezwungen sein, sein Land zu verlassen. Und das hat auch mit der Arbeit zu tun. Ich habe jetzt in den Chat diesen Unterziel. Warte, vielleicht teile ich mal meinen Bildschirm hier zu diesem Ziel 8. Hier haben Sie tatsächlich das Wort der Nachhaltigkeit. Ich erlaube mir das jetzt, Denise, jetzt schnell. Ja, klar. Also, wir haben hier menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Das ist dieses Ziel 8. Und ja, jetzt gucken wir mal auf die Unterziele. Hier hat man auch noch eine Erklärung, die
sagt, dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung, menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Wie Amadou jetzt gerade gesagt hat, viele Menschen arbeiten, arbeiten auch sehr viel und viele Stunden, aber es gibt nur, es sind wenige, die davon profitieren. Das heißt, Wirtschaftswachstum soll nicht nur in einem Land konzentriert, in einigen Ländern konzentriert sein, sondern auch in anderen. Und hier im Unterziel 8.1 spricht es von ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum, entsprechend den nationalen Gegebenheiten, das auch wieder. Und insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7% in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten. Also ich kann irgendwie dieser Theorie von Anna zustimmen, dass das hier wahrscheinlich so gesetzt worden ist, damit es die Unternehmen auch auffängt. Aber wenn man dann reinguckt, dann bezieht es sich auf andere Länder. Also das ist dann so ausgerichtet. Das Problem mit den SDGs ist, dass es keine einheitliche Evaluierung gibt, inwiefern man welches Ziel zu welchem Ziel beigetragen hat. Also das ist immer von Land zu Land unterschiedlich und jeder entscheidet es für sich selbst. Die Indikatoren sind halt da und man kann gucken, ob man zu diesem Ziel so in diesem Format, zu diesem Wachstum in diesem Format dann beiträgt, diesen Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum. Genau. Also Amadou, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang. Das Ding ist halt, ja, es muss was passieren. Und wie gesagt, das Lieferkettengesetz ist schon etwas geschwächt und die Wirkungszeit ist jetzt auch auf 2023 gesetzt und bis es eintritt, in Kraft tritt, ja, dann bleiben wir noch auf dieser Sensibilisierungsaspekt und ja. Okay. Vielen Dank. Ja, es sind noch weitere Fragen im Chat und auch hier die Hände wurden gehoben. Als nächstes möchte ich Dorothy aufrufen. Vielen Dank, Denise. Ich möchte nur auch ergänzen zu was Amadou gesagt hast und Dokas und als Beispiel geben. Wenn man über die Mode schaut, die Modeindustrie schaut, geht man nach Äthiopien, ist jetzt das in afrikanische Länder, wo Kleider hergestellt sind. Und das Material kommt aus Ausland, obwohl das auch Teil von der Baumwolle aus Afrika kommt. Und da sind dort jetzt werden über Wachstum und die Wirtschaft von Äthiopien, das steigt, auf der Grund, dass es so viele Beschäftigungen da gibt. Aber was für Beschäftigungen sind das? Man muss genau das schauen. Und das ist genau, was du gesagt hast, der Wachstum. Aber andererseits ist Mode dort gemacht, das soll Eco-Mode, wurde auch beworben als Eco-Mode, auch in Kik und H&M, C&A ist auch angeboten, diese Kleider, made in Ethiopia, Eco-Kleider. Aber was für Kleider sind die? Wie arbeiten die Leute dort? Es wurde nur ein Teil geguckt, dass es Eco-Kleider sind, aber wie die Leute arbeiten, ist ganz schlecht. Länge Arbeitszeiten und. Das ist, man guckt, dass der Landwachstum ist da. Da sind so viele Industrie, die Leute arbeiten, aber Leute arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen. Ich mag in der Chat einen Teil, es gibt zwei Filme über Mode in Äthiopien. Wer möchte, kann später auch anschauen.
Und ein anderes Beispiel ist auch, was auch Dokas gesagt hast, wenn man die SDGs schaut, gibt es auch einen Widerspruch mit einigen Sachen. Zum Beispiel, in Kenia, man fordert Ökotourismus. Und dieser Ökotourismus aber übertreibt die Leute weg, die Nomaden, die Leute, die Maasai, die normal leben, Nomaden leben. Die haben bestimmte, die leben ihre Nomaden leben, indem die wissen genau, wo was gibt, in welcher Jahrzeit. Und da, wegen Ökotourismus, muss die in bestimmte, die müssen jetzt anderes leben. Aber die haben kein Supermarkt, wie wir, was wir hier haben. Die haben einige Sachen nicht so, wie wir hier haben. So, das ist irgendwie ein Widerspruch. Obwohl man nicht auf die Natur guckt, aber andererseits gibt es etwas anderes. Da ist manchmal nur eine Seite geguckt, aber der Unternehmer bewerben sich mit dem. So, man muss genau schauen, wenn ich etwas konsumiere, muss ich genau schauen, wie, das ist nachhaltig und wie ist nachhaltig? Geht in diese drei Säule. Der wirtschaftlich, der sozial und der Umwelt. Muss man alles diese Sachen schauen. Und auch, wenn man auch wieder in die Mode schauen, auch manchmal sieht, dass die Leute in Indien oder China, die Leute, die dort arbeiten, die haben vielleicht bekommen gut Gehalt, aber die Arbeit, die gucken, dass die gut arbeiten, aber andererseits die Umwelt, wie die Industrie, wo alles, die Sachen, die Müll und so weiter, die Wasser mit dem Fluss und alles, guckt man nicht dahin. Die werben sich mit dem Eco-Fair-Kleid, aber die andere Seite ist auch nicht so gelassen. Und wenn man auch weiterschaut, mit dem Kaffee zum Beispiel, gibt es schon, dass viele Unternehmer baut, zum Beispiel in Uganda wurde an eine bestimmte Ort, viele Leute die haben das Land verlassen müssen. Landgrabbing ist ein Punkt, wo man das Eco baut. Man baut dort Sachen drauf, wie Kaffee oder Palm Oil. Das ist bio und ökologisch, aber andererseits, die Leute verlieren ihre Landstück. Und die Leute sind als Sklave am Ende, die früher normal gelebt haben, müssen zwangshaft dort arbeiten. Die haben keine andere, der Lebensstandard ist ganz anders. So muss man genau schauen. Ich will nicht in Detail gehen, aber das sind einige Beispiele, wo man schauen und sagt, oh, der Zusammenhang von allem muss man genau schauen. Wenn wir konsumieren, wie konsumieren wir hier? Und die Sensibilisierung brauchen wir, denke ich mal, und noch einen Druck an die Politik. Dankeschön. Bitte schön. Danke, Dorothy, für die richtig guten Beispiele, die wir definitiv auch weitergeben können oder einfach kritischer unser Konsumverhalten und auch die Produkte, die wir benutzen, nochmal hinterfragen, wo das tatsächlich herkommt. Und bestimmte Labels sind halt auch nicht das, was sie zu behaupten scheinen. Gisela, du meldest dich auch schon ganz lange. Jetzt kannst du endlich zu Wort kommen. Ja, danke schön, Denise. Ich wollte auch noch mal ergänzen, Dokas hat ja das auch schon reingestellt in den Chat noch mal und auch gerade noch mal erläutert mit diesen Indikatoren zu dem Ziel 8, zu dem Wachstumsziel. Und ich denke, es ist schon eigentlich leider fatal, dass die SDGs da noch diesen kapitalistischen Wachstumsgedanken folgen. Und das sieht man allein schon daran, dass Wachstum eigentlich durch das BIP, also durch das Bruttoinlandsprodukt definiert wird. Und das haben wir jetzt ja auch die Beispiele gehört von Amadou und von Dorothy, dass wenn dann zwar so ein Bekleidungsunternehmen eben in Äthiopien nähen lässt oder das Palmöl irgendwo angebaut wird und so weiter, dann steigert sich das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, weil dann halt das ganze Zeug exportiert wird, wieder nach Europa und USA und was weiß ich wohin. Da steigert sich dann zwar das Bruttoinlandsprodukt, aber für die Menschen vor Ort bleibt dann eigentlich in der Wertschöpfungskette
Kette relativ wenig hängen. Oder sie verlieren sogar noch ihr Land, so wie es eben gerade die Beispiele waren. Und das ist, glaube ich, einfach der fatale Fehler wirklich von den SDGs. Also alle anderen Ziele sind wirklich alle, ist eine super Agenda, denke ich. Aber da war wahrscheinlich dann das Zugeständnis vielleicht an die Wirtschaftslobbyisten zu hoch wahrscheinlich. Aber es ist auch echt ein Knackpunkt. Weil auch, das wissen wir ja alle, und das ist ja auch gerade von Fridays for Future und auch anderen Entwicklungsorganisationen, Umweltorganisationen, heißt eigentlich die Forderung, wir brauchen dringend einen Systemwandel statt Klimawandel. Und das ist notwendig. Und dann funktioniert es einfach nicht mit Wachstum, und es funktioniert auch nicht, also nicht mit Wachstum in der bisherigen gedachten Weise, kapitalistischen Weise, und es funktioniert auch nicht nur durch rein technische Innovationen, was dann ja in den Unterzielen gleich als nächster Punkt kommt, also einfach technische Effizienzsteigerung. Es wird nicht funktionieren, und wir stehen vor der Rohstofffrage. Also welche Rohstoffmengen können wir uns eigentlich überhaupt noch leisten, damit wir zukunftsfähig und nachhaltig leben können, damit auch noch andere Generationen leben können. Und und das andere Problem ist leider auch an den SDGs, finde ich immer, dass sie halt leider nicht rechtsverbindlich sind. Also sie müssen, es gibt zwar Prozesse, auch das Lieferkettengesetz ist praktisch aufgrund der UN-Initiative, also jetzt nicht der SDGs, aber eben von diesen Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte zu sehen. Also es gibt Prozesse auf UN-Ebene, auf der Ebene der Vereinten Nationen, die dann auch letztendlich in sich zu verrechtlichende, zu ratifizierende Gesetzgebungen in den einzelnen Ländern auswirken. Aber bei den SDGs ist es halt leider nur eine Agenda, die sich zwar die Weltgemeinschaft gesetzt hat, also die sich auch die Regierungen der Länder gesetzt haben, weil die UNO sind ja nichts, ne? Also da sind ja Regierungsvertreter drinnen, aber da fehlt halt leider die Rechtsverbindlichkeit, und das müsste, glaube ich, von uns einfach noch sehr viel mehr eingefordert werden, von der Zivilgesellschaft, dass da eben mehr Rechtsverbindlichkeit ist, also dass auch globale und soziale Standards einfach wirklich verrechtlicht werden. Weil nur so kann es laufen, wenn die auch wirklich einklagbar sind. Und eigentlich brauchen wir globale Lieferkettengesetze, die dann auch wirklich das halten, was sie versprechen. Das wollte ich nur noch mal ergänzen. Und ich glaube, gerade an der Rohstofffrage kristallisiert sich das einfach noch mal eklatant, und auch an der Frage des Klimawandels. Danke, Gisela, das hast du sehr schön gesagt. Das ist tatsächlich das Problem, dass man das nicht einklagen kann, dass es nicht rechtsverbindlich ist. Das ist schade. Die Agenda ist sehr optimistisch, ja, aber sie ist auch machbar in vielen Bereichen. Und ein Systemwandel, ja, ich glaube, man hat sich noch nicht getraut, es so zu setzen, dass es ein Systemwandel ist. Deswegen hat man das auch noch reingeschoben mit dem Wachstum, weil das jetzt zum Charakteristik des Kapitalismus ja gehört. Aber ja, wir müssen mehr Druck machen. Richtig. Hat noch jemand einen Wortbeitrag oder eine Frage an Dorcas? Dann ist jetzt noch die Möglichkeit dazu. Mir ist tatsächlich gerade noch was eingefallen. Und zwar habe ich in einem Podcast mal gehört, dass es ja auch irgendwann ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene geben soll. Und dass da das Ziel eigentlich ist, dass es nicht so abgeschwächt sein wird, wie das, was wir in Deutschland haben. Und dass da eigentlich die Kritik ist, dass wir uns in Deutschland jetzt gerade auch
viel zusätzliche Arbeit machen, indem wir erst so ein Laschi-Gesetz verabschieden, was dann nochmal deutlich verschärft werden muss, sobald das europäische Gesetz in Kraft tritt. Wisst ihr da was zu? Ja, ich habe dazu auch ein paar Sachen gelesen und ich glaube, der Gedanke dahinter war, dass man erstmal wartet, dass es ein europäisches Lieferkettengesetz gibt, weil es um diesen Wettbewerb ging. Deutschland hat dann Angst, dass es sich einschränkt und während andere europäische Länder dann auch im Wettbewerb sind und Deutschland halt nicht. Deswegen guckt man da auch. Also es hat wirklich viel mit Business zu tun und diesen ganzen Wettbewerb. Ich glaube, Gisela kann dazu noch mehr sagen. Ja, also ich denke, wir dürfen, glaube ich, die Wirtschaftsmacht von Deutschland in Europa und unsere Bedeutung nicht vergessen und auch nicht unter den Scheffel stellen. Ja, wir sind die größte Wirtschaftsmacht eigentlich in Europa, innerhalb der EU. Zusammen mit Frankreich, also wenn Frankreich und Deutschland sich einig sind, dann wird es entschieden in der EU. Das ist einfach so. Und von dem her, klar, ob das europäische Lieferkettengesetz dann tatsächlich schärfer wird, das weiß ich nicht. Das wage ich eher zu bezweifeln, weil wir setzen damit schon Standards. Also Deutschland setzt damit Standards, die es schwierig ist, dann noch zu überbieten. Und ob das in der EU, ich meine, das hängt dann halt einfach auch dann von den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen dann ab. Auch im Parlament, ob da noch irgendwie noch was verschärft werden kann, noch mehr eingefordert werden kann. Das hängt dann von der EU-Kommission ab, welchen Vorschlag die dann macht. Also da muss man schauen. Aber deswegen wäre es eben so wichtig, dass das deutsche Lieferkettengesetz eben besonders scharf ist und deutlich härter ist, als jetzt der Regierungsentwurf ist, damit eben das europäische Lieferkettengesetz dann vielleicht doch noch ein bisschen schärfer formuliert sein kann. Also Frankreich hat ja auch schon so eine Art Lieferkettengesetz. Das ist allerdings auch nicht so wahnsinnig super. Also das betrifft eigentlich auch nur Unternehmen ab 5.000 Mitarbeitenden. Also das sind noch größere Unternehmen als jetzt der Regierungsentwurf in Deutschland. Und ja, also da muss man jetzt auch erst noch mal genau beobachten, wie das jetzt wirklich angewendet wird. Aber ich würde sagen, also das ist schon absolut wichtig, was hier in Deutschland passiert und was hier verabschiedet wird. Wenn das jetzt Standards ist, ist eigentlich fast eine Blaupause. Und von dem her ist es, das jetzt gegeneinander auszuspielen, also das war ja auch oft die Position der großen Wirtschaftsunternehmen und also wie BDI und so weiter, wir brauchen doch gar kein deutsches Gesetz, weil in Europa wird es doch auch verhandelt. Also aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der Initiative Lieferkettengesetz eigentlich eher so eine Verzögerungstaktik, würde ich sagen. Vielen Dank. So, wir haben noch 10 Minuten Zeit und noch 2 Wortmeldungen. Anita und Amadou, und ich würde, glaube ich, sagen, dass danach dann der Chat und auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, beendet ist. Anita, du musst dich bitte noch entstummen. Vielleicht gibt ja eine Hilfsrichtung das Gerichtsurteil heute, das rausgekommen ist, dass eben diese ganze Gesetze einfach überarbeitet werden müssen, weil das Gericht sagt, dass die zukünftigen Generationen nicht genügend bedacht sind. Und das ist ja eigentlich genau an der Stelle eigentlich ein super Punkt zum Einhaken. Ja, also wenn die Erde ausgebeutet ist, dann haben die zukünftigen Generationen gar nichts mehr.
Also die Frage, ob man da an der Stelle das, was jetzt heute an Gerichtsurteil rausgekommen ist, inwieweit man das in Bezug auf das Lieferkettengesetz nicht praktisch nachbohren, nachhaken kann und auch da über diese gerichtliche Schiene das wieder sprengt. Ich weiß nicht, ob das technisch, also ob das juristisch vorstellbar ist, da noch einzuhaken. Gisela. Wie gesagt, also ich meine, europäisches Recht bricht in der Regel Landesrecht, also von dem her, aber es wäre halt einfach wichtig, jetzt ein starkes deutsches Lieferkettengesetz zu bringen, damit es einfach schon mal eine gute Blaupause ist. Und wie gesagt, das ist einfach im Moment, ist es einfach viel zu weich gespült. Und darauf zu hoffen, dass dann das Europäische besser wird, wie gesagt, das hängt von unterschiedlich von den Mehrheitsverhältnissen, die wir dann haben, wenn das dann da, in, also es wird schon, glaube ich, andiskutiert oder es wurde schon mal im Parlament diskutiert und die wollen, also derzeit wollen sie ein stärkeres Lieferkettengesetz, aber ja, muss man dann schauen, was dann letzten Endes bei rauskommt, ne? Weil das Parlament ist, will immer andere Dinge als die Kommission. Und die Kommission macht die Vorlage. Ulrich hat da auch einen interessanten Beitrag im Chat geschrieben. Ja, ich kann ihn auch gerne vorlesen. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland einerseits zu diesem Thema auch wegen der internen Forderungen etwas tun muss bezüglich Lieferkettengesetz. Aber erst einmal so wenig als nötig macht, um eben nicht innereuropäisch und international wirtschaftliche Nachteile zu erzielen. Daher hoffe ich, dass der deutsche Weg in jedem Fall verbessert wird, spätestens auf europäischer Ebene. Und dazu braucht es kirchliche und zivilgesellschaftliche Vernetzung und Lobbyarbeit für einen Systemwechsel. So, und Amadou, du hattest dich auch noch gemeldet. Genau, danke. Ich denke, Deutschland muss anfangen, weil wir brauchen Vorbilder. Und wir dürfen nicht die Macht von Deutschland in Europa unterschätzen. Wenn Deutschland es startet, ja, dann am Anfang werden Kritik in Deutschland kommen. Aber es ist ja ein Vorbild, ja, nachhaltiger zu agieren als vorher, weil da kann auch Deutschland sagen, okay, wir reden von Menschenrechten, wir reden von Nachhaltigkeit, wir haben schon einen Schritt getan. Ja? Wo bleibt ihr? Wo bleibt Frankreich? Wo bleibt Belgien? Ja? Wo bleibt Luxemburg und so weiter? Ja? Aber wenn alle auf die EU warten, ja, dann wird die Zeit nicht kommen. Und vor allem, ja, ich komme aus Westafrika, aus dem westafrikanischen Raum, wie dort Frankreich sich positioniert hat, um weiterhin die Rohstoffe umsonst auszubeuten. Wenn wir aus Frankreich warten, dann wird der Zug nicht abfahren. Danke. Dankeschön, Amadou. Dorothy, Dorcas, ich würde sagen, deine abschließenden Worte jetzt heute noch zu dem Vortrag und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ja, also herzlichen Dank für die super tollen Beiträge. Wie wir sehen, ja, gibt es viele Herausforderungen und Hürden, diese Ziele zu erreichen. Aber wie wir jetzt alle hier in diesen Präsentationen teilgenommen haben, merken wir auch, dass wir unseren Beitrag jetzt noch stärker dazu pushen müssen, damit wir das erreichen können, was wir erreichen wollen. Eine bessere Welt, eine bessere Umwelt, bessere Arbeitsmöglichkeiten für alle Menschen. Also Kirchen, Zivilgesellschaften, wir hier, wir können etwas beitragen. Wir können diesen Druck machen, weil wir jetzt auch diskutiert haben und wissen, wo der Schuh drückt. Was kann gemacht werden?
Also ich sage, wir sollen nicht aufgeben, sondern ja, weitermachen und uns weiterhin gemeinsam motivieren. Das wären meine abschließenden Worte.